Leute, es ist soweit. Wir haben lange drauf gewartet. Champion Wars ist Schöpfer. Und so sieht das Ganze nämlich aus. Und da schmeißen wir hier glatt alles vom Tisch. Champion Wars Schöpfer. Wir fangen natürlich an und wir spielen natürlich Pegasus hier, weil wir müssen gewinnen. Weil immer die Charaktere, die gewinnen müssen, die spielen wir auch. Denn natürlich, Pegasus gewinnt hier. Oh, Kaiba darf entscheiden. Das ist natürlich gefährlich hier. Und spiel als Zweiter. Das ist unfair. Das wollten wir eigentlich. Aber wir wissen alles. Es wäre so lustig, wenn wir die Handkarten kennen würden. Also aufgrund unserer Fähigkeit. Aber ist leider nicht so. Krass, wir fangen einfach direkt an hiermit. Das ist mächtig. Hey, wir haben voll gute Hand. Was haben wir denn so? Nochmal Tunnelverzeichnis. Was ist das hier? Wenn ein Monster ein Gegner sein Angriff, der einen Aufnahme schon viel, das hier wird, kannst du ja gesessen. Einen direkten Angriff machen. Ah, okay, das ist nett. Ja, aber brauchen wir nicht. Wir nehmen einfach nochmal. Wir beatsticken jetzt hier. Wir beatsticken hier. Wir haben Toon World. Wir fangen direkt an. Ist das gescriptet? Ich glaube, es ist Zufall, dass wir Toon World gestartet haben. Toon World! Jetzt fangen wir an mit Elfenzwillinge. Ja, und das darf er ja machen, ne? Das macht er nochmal. Wenn diese Karte von der Verteidigung ausgesucht gemacht wird, gib einem uns auf dem Spielfeld deines Gegners die Hand des Besitzers zurück. Stark. Oh mein Gott. Hä? Lol. Haha! Er hat gar keinen Ultradrachen mehr. Was? Das ist voll unfair! Warte, wann darf sie direkt angreifen? Nächsten Zug. Ah, nur wenn Toon World ist, kann sie direkt angreifen. Na gut, okay. Dann machen wir erstmal hier einen Pass, so. Was für ein Müll, ey. Digga. Nicht sein Ernst jetzt. Das ist so unfair! Ne, ich bin richtig sauer gerade. Ich habe auch nichts zum Tributen. Die kann sich sogar spezial schon theoretisch. Was für ein Müll. Digi, warum? Warum gibt man Karten Kaiba Flugzerstörer? Ich check's nicht. Also for real nicht. Ich check's nicht. Ja, gleich kommt ein weißer Drache, ey. Wenn ich gerade von Angriff. Ja, mach Versteidigungsstopp. Das wäre so lustig. Warum? Okay, er ruft keinen weißen Drachen. Doch. Mein für 2. Lol. Noch gebe ich nicht auf. Ja, der hat natürlich eine Animation. Ja, der Ultradrache nicht. Aber der natürlich. So, komm. Wir brauchen ein dunkles Magiemädchen. Oh, ich hätte auch dunkles Magiemädchen nehmen sollen. Natürlich nur den wieder. Ja, das wird leider nichts. Aber wenn wir jetzt nicht irgendwie dunkles Magiemädchen ziehen, wird das gar nichts. Habe ich nur ein Deck? Ich habe nicht nachgeguckt. Ich glaube, wir haben die nicht mal ein Deck. Schwierig. Und irgendwas. Irgendwas. Oh, eleganter Voltier drin. Das könnte natürlich was werden. Drei Karten. Nochmal Snatch. Nochmal Pot. Okay, warte, wir müssen zwei Discarden. Warte, oh mein Gott, warte. Snatch ist ein offenes, ne? Ah, egal. Wir riskieren alles oder nichts. So, wir gehen rein. Papageidrache. Perfekt. So, nämlich hier. Snatch. Das gehört der uns. Wir gehen in die Battle Phase. Und fetzen den weg. Attacke. For real jetzt. Also for real jetzt. Boah, Digga. Wie kann man denn so nerven? So, ich würde sagen, wir sind in guter Position. Wir haben nochmal einen Snatch. Wir haben Toon. Also ja. Kann nicht als normal. Warte, was sagt die? Kann nicht als normal beschworen gesetzt werden. Muss das Spezial schon beschworen werden, indem du zwei Monster als Tribut anbietest. Digga, ey, kannst du nicht aufhören? Ein Spiel. Darf ich auch mal lesen jetzt? Danke. Beschworen, wenn du zwei Monster Tribut anbietest. Solange du Toon World konzentrierst. Ich kann ihn gar nicht rufen. Ich grüße das Problem einfach. Ja, der ist halt komplett. Ich will halt ein Tributmonster behalten.
Ja, wir gehen rein hier. Wir versuchen es. Ja, wir hätten den auch den, aber ich habe Angst, dass da jetzt irgendeine gute Trap liegt noch oder so. Schattenzauber vor allem, ey, was für Müll. So, und jetzt greifen wir den an. Ah, ist das schön! Wir hatten noch einen weißen Drachen. Weißer Drache? Weißer Drache? Nein, hat er nicht. Sehr gut. Noch eine verdeckte Karte, habe ich schon gar keinen Bock drauf. Ja, jetzt können wir hier reingehen. Oh, Tunabwehr. Das ist sogar gut, wenn dann. Ist sogar gut. Der spielt ja keine Spielkraft. Battle Phase. Angriff. Ist nicht sein Ernst, ey. Kann ich opfern, ne? Nee, lassen wir. Du könntest einen direkten Angriff draus machen lassen. Mal gucken. Topfigier. Fair. Fair. Das ist eine permanente sogar, krass. So. Ja. Ja, kassier mal deinen Sach, das ist okay. Was? Während des nächsten Spiels kann der Gegner Kampf nicht ändern. Okay, das soll nicht stimmen. Ja! Bricks hier loswerden. Lieber, du hast was vergessen. Ich habe deutlich weniger Lebenspunkte als du. Crash Card kann man jetzt überraschen. Boom. Nein, nicht Effekt aktivieren. Battle Phase. Ach komm, Diggi. Es halt nicht mal lustig. Was soll das denn? Das Duell ist so nicht mal... Wie? Achso, es kann nicht angegriffen werden, oder was? So war das Duell nicht. So, jetzt so. Und jetzt machen wir hier... Wir können mal den Effekt aktivieren, theoretisch. Nee, wir behalten das jetzt mal. Und jetzt rauben wir hier. So. Jetzt hat er nichts mehr zum Deffen. Keine Battle Phase. Jetzt haben wir das Controlling Back. Ich habe nichts gesagt. Ja, gib ihm halt 1000. Tür-Attributmonster. Wilder Kaiser. Das ist legit lustig. Das ist aber schlecht für uns. Ach komm. Ja, stark. Ey. Da haben wir ja eine Combo, Alter. So, sind wir bei 0. Und du so? Drachenfangen ist schon witzig. Es bringt halt nichts so. Also, er kommt halt nicht drüber. Das ist was Gutes. Fusion? Warte, was können wir fusionieren? Haben wir einen Ultradrachen? Warte, wir gucken gleich, ja? Wir gucken gleich, ob wir einen Ultradrachen gehabt hätten. Oh mein Gott! Oh mein Gott, nein! Ja, wir haben noch welchen Deck. Perfekt. Ja, dann gehen wir ab. Ja, du, wenn der weißen Drachen zieht. Nein, wir können den weißen Drachen aufhalten. Das ist ja so lustig. Da kommt einfach mit diesen Kanonensoldaten nicht drüber. Nein, wir wollen das nicht aktivieren. Sollen sie Ass sein hier? Doomworld. Ja, bringt uns halt wenig gerade. Ich muss sagen, das Deck ist sehr bricky. Cool. Ich glaube, wir gehen Deck out. Ich glaube, wir gehen Deck aus. Oh, tun wir jetzt, ist das gut. Sorry. Ja. Achso, nein. Das ist ungünstig. Das ist jetzt sehr ungünstig. Ja, jetzt hätten wir vielleicht doch den bläuigen weißen Drachen gehabt wollen, aber egal. So.
Ja, Tumult brauchen wir noch nicht. Ja, wir gehen jetzt mal ab. Ja. Wow, nicht lustig. Einfach nochmal. Lustig. Plopp. Ja. Entspannt. Kann sie angreifen, den Zug? Ah, kann den Zug angreifen, indem sie... Diese Karte kann nicht angreifen. Muss 5 von Lebensmittel sein. Warum? Ja, wir können jetzt aktivieren und direkt angreifen. Dann verlieren wir den 100%. Ist halt ein richtiges Problem, ne? Boah, wir haben ein Monsterproblem. Nein. Und wir gehen als erstes Deck out. Das ist gut. Ja, es ist natürlich kritisch, dass er so viele Lebenspunkte hat. Weil, ja, man kann Tumult direkt angreifen. Es sind aber dann nur 4000 natürlich jetzt hier. Kanonensoldat würde auch nochmal 1,5 machen, aber es reicht halt natürlich nicht. Jetzt haben wir natürlich ganz viele Tumults. Ja, wir haben noch einen davon im Deck. Es wären 6900. Ja, können wir es werden vielleicht. Wir versuchen hier das ganze Feld aufzuräumen. Nein, wir haben keinen Deck mehr. Ja, GG sage ich dazu, ne? Das wird ein Problem. Warum darf die nicht angreifen im selben Zug? Können wir zwei Monster rausnehmen? Ja, komm. Aktivieren wir jetzt das. Die Spezialbeschwörung. Nein, nein. Das kann man nicht abbrechen. Okay, interessant. Ach, das war. Ja, doch. Dann gehen wir in die Battle Phase. Und der. Nein! Ach, komm! Ich wollte gar nicht direkt angreifen. Ach komm, ich wollte den Djinn zerstören. Ja, lustig. Ah, ja, das ist kritisch jetzt, ne? Nein, wir haben uns selbst ge... Nein! Warum ist er schlauer? Ja, so viel schief gelaufen! Wie kann denn so viel schief laufen? Nee. Wie kann denn so viel schief laufen in einem Duell? Ah! So ein Ding, Kaiba! So, jetzt geht's zweites Ey. Blöd, Mann, Alter. Ah, so viele... Ah, ehrlich! Wir hätten da am Ende doch die Blue Eyes gebraucht. Und so weiter. Ja, Hand ist natürlich super, nicht. Ey, gleich Tribut sammeln, ey. Wir hätten Tunabwehr schon vorher haben müssen. Schapscha, boah, das ist krass. Sagt ihr mir hier. Weg. Weg. Wir beschwören das da. Irgendein Schattenzauber oder so. So. Und. So, und wir lassen erstmal Tunnelwasser jetzt auf der Hand. Weil ich will damit halt je nachdem was holen. Also entweder möchte ich damit Toon World selber holen. Also Toon World selber holen. Oder ich möchte damit einen bläugig-weißen Drachen holen. Oder ähnliches. Ja gut, das ist lustig. Kennst du ja meine verdeckte Karte jetzt.
Boah, das ist okay, ne? 2000 Schaden nehmen wir. Und gehen wir in die Endphase, okay. Endphase ist da, Zugänderung. Easy peasy. Oh, da ist ein Bläuiger. Guck mal, jetzt würde es theoretisch Sinn machen, Dings zu holen. Wie heißt es? Jetzt macht es theoretisch Sinn, ein Tunnel zu holen. Aber brauchen wir nicht. Wir können erstmal so angreifen. Geht durch. Sehr gut. Ja, wir wollen den Effekt aktivieren. Übertreib! Machin. Sehr gut. Direktangriff. Wie kann das jetzt so eindeutig sein? Okay, er macht es immer aufs Stärkere. Gute KI. Ja, und dann. Ah, ne. F2. Und da aktivieren wir den Effekt. Jetzt holen wir Toon World. Obwohl. Ja, doch, wir holen Toon World, was cool ist. So. Nehmen wir das sogar. Warum spielen wir mit Drachenfanggefäß, wenn selber unser bestes Monster der Tundrache ist? Ja, 1000 Lives können wir dir. Dir geht es nämlich auch deutlich schlechter als uns. So, und. Oh, Tunnelflinge ist natürlich cool. Da können wir jetzt das hier aktivieren? Gehen wir zum Schwitzen des Gegners und die Hand des Besitzers zurück. So. So, Pflichteffekt und Ding nämlich. So, ein Spezialbestimmung mit denen. Die ist schon sehr schlecht, ne? Spezialbestimmung mit denen, die mit denen opfern und. Ich will nicht 300 Lebenspunkte zahlen, ehrlich. Haben wir eine Animation? Haben wir eine Animation? Ach komm, ist ja so cool. Nein, wir möchten den Effekt nicht nutzen. Den Effekt wollen wir nutzen. Oder Eskalation! Oh, ein weißer Drachen, das ist schlecht. Das heißt, er hat einen Djinn, aber ist eigentlich auch egal. Alter, wir gehen in Führung. Das sieht sehr, sehr gut aus. Sehr, sehr gut. Er hat nur noch einen Djinn auf der Hand. Ja, Djinn verdeckt. Ja, er behält eine Handkarte. Wie dumm ist er denn? Das ist sogar Game. Valtoons. Alter, wir machen Toon Power des Jahrhunderts. Angriff. Ja. 1-9. Ja. Und wir... Oh, wilder Kaiser. Das wird mich jetzt hier ärgern. Direkter Angriff! Weiße Drache! Was? Ich muss 5 Verletzungen zahlen? Egal. Er ist auf 0. Oh, ich dachte schon. Oh, oh, oh. Oh. Ganz ruhig, Moos. Ganz ruhig, Moos. So. Was war das denn, ey? Das war ja ein Duell, Alter. Oi, 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 oi. Was haben wir noch? Bandit Keith. Und haben wir das Freundschaftsduell. Nee, nee, okay, Leute. Das hat mir jetzt hier den letzten Nerv gekostet. Das heißt also... Ja, Kaiba hat hier verloren, natürlich. Ganz klar, first try auch. Würde ich ganz klar an dieser Stelle sagen. Aber Leute, dann würde ich sagen, war es heute hier von Legacy. Wir wollen das hier in Stücken genießen. Von daher bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Und natürlich, wie immer, viel Spaß beim Duellieren.